Hallo und guten Morgen. Ja, ich habe mir lange überlegt, ob ich dieses Video machen soll. Mal schauen, wer sich dafür interessiert. Es ist etwas, was ich mir lange überlegt habe, weil es nicht so einfach ist, darüber seine Meinung abzugeben, weil es halt überall lauert. Ich fange mal so an. Ich habe ja geschrieben, der Titel, weißt du überhaupt, wie manipulativ diese Welt sein kann? Hallo, guten Morgen. Und zwar, wo lauern die ganzen Manipulationen? Eine, die kennst du, das ist na klar im Fernsehen oder in der Werbung. Die ganze Werbung ist so geschalten, dass sie auf deine Grundbedürfnisse aus ist und dass sie dir natürlich suggeriert, dass wenn du ein gewisses Produkt kaufst im Fernsehen, dass dann dieses Bedürfnis von dir gedeckt wird. Genau. Und mittlerweile wissen wir ja alle, dass es ja nicht so ist, oder? Dass es da 100.000 Cremchen auf dem Markt gibt und 100.000 Mittelchen und Produkte. Und die alle haben ein Versprechen. Sie geben dir ein Versprechen ab. Und je nachdem, wie empfangsbereit du bist, wie sehr du im Mangel bist und wie sehr du überzeugt bist, dass eben dieser Mangel, den du hast, durch ein Produkt oder ein sonstiges Angebot von außen in der Außenwelt, indem du etwas von der Außenwelt zu dir hinzufügst, dass es dann eben das mindern kann oder diesen Mangel auffüllen kann, den du hast. Und diese Denkweise, die herrscht überall, oder? Es ist wirklich allgegenwärtig, dass dir vermittelt wird, dass du irgendetwas anders machen musst, anders tun musst, anders konsumieren musst, damit du gesund bist, damit du schön bist, damit du für ewig jung bist, damit du keine Schmerzen mehr hast und so weiter und so fort. Und das ist uns allen irgendwie bewusst, aber nichtsdestotrotz haben wir diese Mechanismen in uns, die dann wieder ankicken, die angekickt werden. Und wenn die Überzeugungskraft groß genug ist vom Außen oder von dem, was dir eben gerade mitgeteilt oder gezeigt wird oder erklärt wird, wenn diese Dokumentation oder diese Erklärung, diese Argumentation, wollte ich sagen, für deinen Verstand greifbar ist, wenn die auf etwas drauf fällt, wo du als Kind vielleicht auch schon gehört hast, wo einfach dieser Glaubenssatz die Basis bildet, dann sagst du, wow, das ist jetzt genau die Lösung, das ist genau das Produkt, das ist genau das, was ich gesucht habe, was mir eben noch fehlt. Und in diesem Moment, wo du merkst, dass du so tickst oder dass du wirklich so funktionierst, solltest du dir immer diese eine Frage stellen: Was will ich denn überhaupt? Was glaube ich, was mir dieses Produkt oder diese Vorgehensweise oder das und das, was bringt mir das? Und wenn du da bewusst bist und wenn du da offen bist, dann ist dir plötzlich ganz klar, oh, wo ist mein Glaubensmuster, wo ist meine Überzeugung, wo ist meine Mangelüberzeugung? Weil das Allerschlimmste ist ja diese Mangelüberzeugungen, mit denen wir rumlaufen, die in unserem Unterbewusstsein drin sind. Und unser System versucht immer, diesen Mangel aufzufüllen. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, was ich sagen möchte. Viele von euch, die jetzt hier sind, die arbeiten mit Dr. Joe Dispenzas Meditationen. Und die sind toll. Und die kann ich aus ganzem Herzen empfehlen. Und alle Meditationen, die in dieser Art und Weise stattfinden. Nur möchte ich euch warnen, wirklich warnen. Es gibt ganz, ganz viele Meditationen hier auf Facebook, die
programmieren dein Unterbewusstsein. Und es sind nicht in diesem Sinn, sie nennen sich Meditationen und sie sind nicht in diesem Sinn Meditationen, sondern sie führen dich quasi in einen Trancezustand. Und dieser Trancezustand ist nichts anderes als dieser leere Zustand, wenn du in die Leere gehst, ins Void, wie Dr. Joe Dispenza sagt, Eckhart Tolle sagt, in den gegenwärtigen Moment, wenn du wirklich diese Erleichterung fühlst, wenn deine Gedanken ausgeschalten sind und du ganz, ganz tief in deiner Essenz, in deinem Unterbewusstsein quasi drin bist. Und auch Dr. Joe Dispenza leitet dich dort rein. Und nur habe ich jetzt schon, weil ich halt neugierig bin, ich habe an 2 Gratis-Challenges mitgemacht und diese Gratis-Challenges, logisch, die dienen auch immer dazu, dass der Coach sich vorstellt, dass er zeigt, wie er arbeitet, und das ist alles gut und richtig. Nur habe ich 2 jetzt schon eine Meditation erwischt, wo tatsächlich dein Unterbewusstsein programmiert wird. Und die von euch, die das jetzt vielleicht hören, die NLP-Ausbildung gemacht haben oder so, die wissen, wie leicht das geht, oder? Wenn du zum Beispiel mit jemandem sprichst und machst dann immer irgendwie Klick, Klick, Klick mit dem Stift, das ist eine total unauffällige Geschichte, setzt aber auch Anker in dein Unterbewusstsein und du bist so manipulativ. Und wenn du in diesem Zustand bist, in dieser Leere, Dr. Joe Dispenza, wenn ihr das wirklich wisst, der in seinen Meditationen oder ähnliche Meditationen auf die Art und Weise, die führen dich nur zu dir, die führen sich dahin, in dein Innerstes, in deine Emotionen, da bist du ganz, ganz nahe bei dir. Und da wird dir nichts suggeriert, sondern es werden dir Anweisungen gegeben, wie du aus dir heraus kreierst. Und ich habe zum Beispiel gestern eine Meditation mitgemacht, da hat der Anleiter der Meditation hat auch in den Hypnosezustand oder in diesen tiefen Bewusstseinszustand geführt und auch in die Leere, wie Dr. Joe Dispenza. Und dann kam das Kommando, so, und jetzt ist da überhaupt nichts mehr und du bist wirklich so tief im, und jetzt folgst du nur mir, ja, oder jetzt folgst du mir quasi mit deinen Augen, gehst mir nach. Oh, mein Hund sieht Eichhörnchen. War das Kommando, ja, und da wirst du, dein Unterbewusstsein verbindet sich mit der Person, wenn die Person sagt, so, jetzt gehst du mir nach und du bist wirklich in so einem hypnotischen Zustand, dann wird ein Anker gesetzt, dass es für dich dienlich ist, dieser Person zu folgen, wenn du das vor deinem inneren Auge siehst, ja? Oder auch eine andere Meditation, die ich gehört habe, wo es dann halt wirklich drum geht, das ist Hypnose, folge nur meiner Stimme, ja? Pass auf, das sind alles so Kommandos, wo du Verankerungen eingesetzt bekommst. Wo du Verankerungen eingesetzt bekommst, wo eine gewisse Abhängigkeit generiert wird. Und ich möchte dir einfach nur sagen, sei bewusst, mit was du dich verbindest. Das gilt für alles im Leben, mit was für Informationen, mit was für Gedanken, mit was für Überzeugungen du dich verbindest. Und wir sind alle jetzt irgendwo in aller Munde, du musst dein Unterbewusstsein programmieren und so weiter und so fort, damit du eine andere Persönlichkeit wirst. Ich gehe auf das Thema auch nochmal ein in meinem Intensivtraining, das morgen startet. Aber hier geht es genau nicht darum, dass du irgendetwas Externes in dich einpflanzt oder irgendeine externe Persönlichkeit sein willst oder eine externe Identität sein willst, sondern dass du wirklich nur aus deinem Innersten, aus deinem reinen, wahren Bewusstsein, aus deiner göttlichen Perfektion heraus, dass du die kennenlernst und dass du diese Perspektive näherst und dieses Gefühl näherst und da hineingehst und weißt, um was es wirklich geht, dass alles eben in dir ist und dass du
nicht abhängig bist von irgendwelchen äußerlichen Stimuli, äußerlichen Meinungen, Meinungen von anderen Leuten. Und das wollte ich dir einfach nur hier so mitgeben, dass du, wenn du solche Meditationen auch auf YouTube oder sonst irgendwo, dass du klar unterscheidest, wo du hingeführt wirst und wo fängt Hypnose mit Suggestion an und was ist wirklich eine Meditation. Und eine Meditation, die führt dich immer in dein reines Bewusstsein, in deine reine Liebe. Und wenn du dort bist, passiert keine Manipulation. Wenn dich jemand dorthin führt oder dich dorthin führen lässt, sei achtsam, da darf keine Manipulation stattfinden, sondern nur ein Wachstum. Wirklich unterscheidet das, was du gelernt hast aus der Meditation von Dr. Joe Dispenza. Die sind wirklich rein, die verbinden sich mit dir selber, mit deiner Essenz, mit deinem reinen Bewusstsein, mit deinem Gottbewusstsein, nenn's wie du es möchtest. Und lass dich nicht blenden von irgendwelchen Autosuggestionen. Die Auto heißt eben von außen auch, die dir Dinge suggerieren. Und alles, was dir irgendwo, hallo liebe Susanne, irgendwo suggeriert, dass du irgendwas anders machen musst, dass du nicht in Ordnung bist, dass du irgendetwas ganz unbedingt brauchst, damit du in Ordnung kommst. Egal woher diese Suggestion kommt, egal woher diese Einstellung kommt, die dir irgend auf eine Art und Weise vermittelt. Ich weiß nicht mal, ob die das dir vermitteln will, aber wenn du das Gefühl hast aus dir heraus, oh mein Gott, wenn ich da nicht dabei bin, wenn ich da nicht mitmache, wenn ich hier nicht mich rechtzeitig anmelde, all diese ganzen Dringlichkeitsmarketing-Gags, wenn du die merkst, dass die klicken und dass die was mit dir machen, sei einfach nur aufmerksam. Und frage dich, woher kommt jetzt der Impuls, den ich habe? Kommt dieser Impuls aus einem Mangel, dass ich denke, oh mein Gott, ich muss doch irgendwie da dabei sein, da dazugehören, ich muss doch irgendwie mich so und so verhalten, mich so und so fühlen, damit ich endlich gut und richtig bin? Das arme Eichhörnchen. Dann sei einfach achtsam. Sei achtsam, woraus der Impuls entsteht. Und immer wenn er aus dem Mangel kommt und nicht aus einer hellen Begeisterung heraus, aus einer absoluten Begeisterung, wo du sagst, ja, das ist ein Mehr, das ist ein Add-on, das ist Ausdehnen, das ist super, das ist Freude. Geh da nicht weiter. Geh da einfach nicht weiter, komm erst wieder zu dir zurück und wisse, dass alles in dir ist und dass jede Unterstützung und jeder Impuls, Input, Meditation, sonstiges Werkzeug von dir für dich ist, ja, für deine Begeisterung und niemals dazu da ist, um dich zu fixen, um dich in Ordnung zu bringen, um dich zu verändern, damit du endlich gut und richtig bist. Es kann nur richtig sein, wenn du davon ausgehst, in dich die Überzeugung hineinzubringen, die eben die Wahrheit ist, dass du gut, richtig und in Ordnung bist und schon immer warst und all diese Suggestionen, Meinungen, Emotionen, die dir suggerieren wollen, dass es nicht so ist, dass du dich von diesen trennst. Egal wo. Sei es im Fernsehen, in den Nachrichten, sei es in der Meditation, was auch immer du konsumierst, sei einfach ein bewusster Konsument und konsumiere nie aus dem Mangel heraus. Deswegen werden Leute dick, oder? Und essen irgendwie Blödsinn. Das ist alles diese emotionale Trieb, den Mangel füllen zu wollen auf irgendeine Art und Weise, die nicht aus innen heraus die Fülle produziert, sondern meint, sie muss gestopft werden. Ein heikles Thema, ich weiß. Ich hoffe, es hat dir trotzdem geholfen. Und ich stehe ja immer hier für ehrliche, wahre Worte. Und ich denke, das Einzige, was dich wirklich zur Gangzeit bringen kann, ist dorthin alles andere abzulegen, was dir irgendwie sagt, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Alles ist super mit jedem Einzelnen von uns. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, falls noch einer dabei sein will, bei My Magic, weil es heißt nämlich My Magic, deine Magie und deine Zauberformel und du musst einfach nur für dich das empfinden,
rausfinden und deine Zauberformel und das machen, was du willst und was sich für dich richtig anfühlt und nicht irgendetwas kopieren oder annehmen, was für andere passt und davon ausgehen, dass wenn es für andere passt, dass es für dich so auch passen muss. Es ist nicht so. Du darfst deinen eigenen Weg finden und du darfst deine eigene Zauberformel finden und du darfst dein eigenes Licht zum Glänzen bringen und keiner muss dir irgendwelche Downloads oder sonst irgendwas geben, sondern du kannst dorthin geführt werden, wo du deine eigene Wahrheit kennst. Dann ist es richtig. Aber es kann niemand für dich übernehmen. Deswegen habe ich diesen provozierenden Post gestern geschrieben, weil mir gerade so ein paar so Sachen begegnet sind und aufgestoßen sind, wo halt, guten Morgen, danke Jasmin, ja, wo einem das immer wieder ein bisschen suggeriert wird, das ist halt, das ist Marketing, aber wir brauchen kein Marketing. Wir haben hier in uns unser ganzes Marketing und unsere ganze Perfektion, unsere Schönheit, unsere Ganzheit und mehr brauchen wir nicht. Und wenn wir bewusst durchs Leben laufen, dann kann uns gar nichts passieren. Niemand kann dich irgendwie suggerieren und klein machen oder dir irgendeinen Mangel eintrichtern oder einreden. Ja, das war mir jetzt wichtig. Schön, dass du es geschrieben hast. Danke, liebe Jasmin. Ciao, ciao, bis dann.